Rainer Will vom Handelsverband. Heute werden die Zahlen vorgestellt im Handel. Es ist leider kein Grund, um zu jubilieren. Sie haben eine Studie in Auftrag gegeben. Wie sehen denn die Prognosen für 2023 aus im Handel? Ja, das Gute ist, dass der Handel immer relevanter wird aus der volkswirtschaftlichen Betrachtung. Es hat noch nie so viele Unternehmen gegeben, noch nie so viele Angestellte, mittlerweile über 700.000 Beschäftigte in dieser Branche. Aber wenn man die realen Zahlen ansieht, dann sieht man, dass die Umsätze sich rückläufig entwickelt haben. Schon alleine im Jahr 2022 ist dieses erhoffte Comeback nach der Corona-Pandemie nicht geglückt. Wir haben ein reales Minus von 0,3 erwirtschaftet. Das heißt, wir sind auf der Stelle getreten. Und wenn man den Blick nach vor richtet, dann erwarten wir für heuer sogar ein reales Minus von 3,9%. Das heißt, die Kosten explodieren, sowohl die Mietkosten als auch die erwartenden Personalkostensteigerungen. Auf der anderen Seite hat sich das Kaufverhalten verändert. Insgesamt werden wir eben diese Minus 3,9% realisieren. Und die ganz großen Verlierer sind im Non-Food-Handel zu sehen. Elektro, Bücher, Zeitschriften, all jene Produkte verzeichnen signifikante Rückgänge leider. Da ist in manchen Bereichen zu erkennen, dass es über 11% sind, beispielsweise bei Einrichtung und Hausrat, auch bei Büchern und Zeitschriften, wie Sie gesehen haben, aber auch für Haus und Garten. Warum ist denn das in manchen Bereichen derartig nach unten gegangen? Ja, wir sehen die Situation, dass praktisch ein Gutteil der Bevölkerung am Ende vom Geld noch viel Monat über hat und damit notwendige Nahrungsmittel, aber vor allem auch Rechnungen für Tanken und Heizen bezahlen muss und dann weniger für Konsumgüter verbleibt. In der Ebene darüber von den Einkommen ist es so, dass vielfach Kredite nicht finanzierbar sind, ob der hohen Kreditkosten und damit der Eigentum unerschwinglich geworden ist. Und da setzt man dann stärker auf das Leben jetzt und investiert statt in Warenkäufe eher in Richtung Freizeitgestaltung, Urlaube, Reisen, Dienstleistungen, Gastronomie. Das sind die Bereiche, die massiv profitiert haben, also alles außer die Produktkäufe im Non-Food-Handel. Sie haben das schon angesprochen, in der Studie ist auch zu lesen, dass es exorbitante Ausgabenverschiebung zu Urlaub und Freizeit gibt. Kommen wir vielleicht noch zu einer anderen Situation noch, nämlich zu den Händlern an sich, zu den Corona-Hilfen. Auch da gibt es ganz interessante Zahlen. Ganz genau, die Händlerschaft hat noch immer mit der Vergangenheit zu kämpfen. 27% der Händler warten noch immer auf die COFAG-Corona-Entschädigungen. Hingegen haben noch 5% Rückforderungen aus dieser Zeit. Und insgesamt haben wir mittlerweile auch am Arbeitsmarkt große Probleme. Das heißt, während wir noch immer auf den Energiekostenzuschuss warten, der uns von der Regierung versprochen wurde, haben mittlerweile 52% der Händler einen Beschäftigungsmangel. Trotz Überzahlung, wir haben Filialleitergehälter bei 3.000 Euro brutto. Das heißt, wir sprechen da nicht von Mindestlöhnen und können trotzdem diese Stellen nicht besetzen. Und natürlich die klassischen Verkaufsmitarbeiter auf der Fläche sind immer rarer. Und daher ist es eine Situation, die die mittelständischen Händler auch vor eine schwierige Geduldsprobe stellt, abseits der Zahlen. Jetzt wissen wir, dass viele Menschen gerade in der Pandemie online geshoppt haben. Da waren es an und für sich immer wieder gute Zahlen, aber auch hier gibt es ein Minus. Ganz genau, auch hier im Onlinehandel verzeichnen wir ein Minus von über 6%. Warum? Weil zum einen natürlich der E-Commerce-Anteil bei Nahrungsmitteln nur bei 2% liegt und damit die elementaren Käufe weniger sind online und die klassischen Konsumgüter halt eingespart werden derzeit. Und darüber hinaus sind es dann doch eher investitionsintensivere Produkte. Das heißt, damit sich die Retoure und die Lieferung lohnt, braucht der Onlinehandel höhere Warenkörbe. Da redet man von 30 bis 35 Euro, sodass sich das im Schnitt dann rentiert. Hingegen im stationären Einkauf ist es kein Problem, wenn man um 10 Euro oder 12 Euro was kauft, aus der Händlersicht. Und genau diese Produkte bis hin zur Einbauküche, all das, was aber online sonst geshoppt wird, Elektronikgüter, die geben einfach die Menschen momentan nicht aus. Dort wird gespart und daher spürt es auch diese Branche stark. Was muss denn aus Ihrer Sicht der Handelsverband hier tun? Welche Sofortmaßnahmen werden aus Ihrer Sicht wichtig sein in Zukunft? Also die Bundesregierung wäre gut daran beraten, die Arbeitsmarktreform umzusetzen. Es muss den Menschen mehr netto vom Brutto bleiben und insbesondere darf sich nicht negativ auswirken, wenn man die Stunden erhöht. Derzeit hat man, wenn man von 20 Wochenstunden auf 30 erhöht,
50% mehr Arbeitszeit, aber nur 33% mehr Einkommen. Hier muss der Staat schlanker werden. Es muss mehr Anreiz bestehen, dass man eben mehr Stunden macht. Die steuerlichen Verbesserungen jetzt bei den Überstunden sind sicher ein guter Schritt, aber das ist noch zu wenig. Es braucht hier wirklich eine große Reform bei den Lohnnebenkosten oder auch bei der Lohnsteuer. Wichtig ist, dass die Menschen weiterhin im Arbeitsprozess verbleiben und das als positiv ansehen, um eben ein geglücktes, selbstständiges Leben bestreiten zu können. Allein in unserer Branche besetzen wir im Einzelhandel 14.000 Jobs derzeit, auch stark überzahlte Jobs und 20.000, wenn man den Großhandel dazu nimmt. Das heißt, wir haben noch die Situation, dass wir Stellen besetzen, aber auf Sicht, wenn die Kosten über den Jahreswechsel bei den Mieten indexbasiert und bei den Personalkosten noch einmal steigen, um 10% in diese Richtung einmal kalkuliert und gleichermaßen aber die Umsätze um 10% real verlieren, dann kann man nur sagen, wir haben keine Goldesel in den Filialen stehen. Es muss auch der Staat einen Teil von diesen Abschlüssen tragen und nicht nur die Arbeitgeberseite. Es braucht da einen Schulterschluss, einen großen Wurf und man kann in so einem Ausnahmejahr, in so einem Krisenjahr nicht einfach immer nur fortschreiben, was in den letzten 20 Jahren geschehen ist. Das betrifft die Kollektivvertragsabschlüsse, das betrifft aber auch die Bundesregierung, um die Kaufkraft zu sichern, für die arbeitende Bevölkerung insbesondere. Herr Will, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.